Ich könnte mir eventuell ein Eisstuff basteln, oder? Nee, ich habe keine Science-Maschine, nützt mir ja nichts. Laufe ich richtig? Ja, ich laufe ungefähr richtig. Also es ist eine totale Herausforderung. Aber es macht mega Spaß. Das ist, glaube ich, der Grund, warum ich immer wieder drauf zurückkomme. Don't Starve zu spielen, egal in welcher Variante. Thermal Measurer. Ja, bräuchte ich wahrscheinlich auf lange Sicht auch, weil ich befürchte, dass wir hier dann auch noch... Wir haben jetzt wahrscheinlich so ein Frühjahr-Herbst-Gemisch und dann... Frühjahr-Sommer-Gemisch. Und irgendwann kommt dann auch noch Winter und all sowas. Ohne Chest könnte ich mir nicht basteln. Das ist eine hervorragende Idee. Und gut fürs Köpfchen erstmal. Und eine Haywall brauche ich nicht. Was war denn mit dem Eisstuff? Eine Blunderbuss wäre auch nicht schlecht. Wie süß hier alle mal herumstehen. Wir stellen jetzt erstmal hier eine Truhe hin. So. In die Truhe kommt rein das Gold erstmal. Dann kommt das da rein. Ich weiß echt nicht, was mit dem Ding ist. Ich behalte das mal. Stone Cold. Stone Egg. Stone Cold, Stone Egg. Ich habe keine Ahnung. Ich packe es in die Truhe. Ich hoffe, ich bereue es nicht. Das auch erstmal. Warum? Kann ich da bitte reingucken? Danke. Dann mache ich die rote Gem. Die könnte man natürlich auch alles verkaufen, aber das Geld ist jetzt erstmal nicht ganz so wichtig. Apropos. Das, und das mache ich da mal mit rein. Und Gold habe ich da ja auch schon drin. Das heißt, das Gold ordentlich. Wir könnten da nochmal wieder reingehen, ne? Mit genügend Fackeln und Platz im Inventar. Wenn wir da nochmal reingehen, da gab es noch ein bisschen was zu farmen und zu gucken. Und wir könnten zu dieser Insel wieder zurück. Andererseits würde ich mir aber auch sehr, sehr gerne erstmal ein Dings bauen. Ein Regenschirm. Komm mal in das Ei. Das packen wir mal eben weg, weil der Regen ist echt übel für uns. Machen wir uns jetzt vor. Regenschirm, ich weiß nicht mehr, wo der war. Umbrella. Und dafür brauche ich eine Pigskin. Das ist kein Problem, das müsste mal in Mans rumfliegen. Und ich habe auch noch. Aber zwei Dings. Oh, da geht's schon wieder los. Ja, da brauche ich eigentlich nicht mehr viel zu machen. Ja, Backpack ist heavy. Wow. Gut, pass auf. Hier passiert mir nicht ganz so viel. Ich muss nur rechtzeitig wieder ins Haus wegen der Dunkelheit. Dann gehen wir als nächstes nochmal wieder zum Dschungel, wo die Spinnengorillas wohnen. Und da schaue ich mal, ob da nicht irgendwas für uns abfällt. Ein Lockshut wäre vorher, glaube ich, nicht schlecht. So. Bärenbüsche wäre nicht schlecht. Aber nicht in Kombination mit Drachenfrucht. Das funzt nicht so wirklich. Die lasse ich mal stehen. Halt. Da wäre noch ein Spargel. Keine Ahnung, warum ich die einsammel. Weil ich das zu schade finde, die wegzufeuern. Apropos, man könnte sie verbrennen. Wäre ganz normales Brennmaterial. Ein Minerhead wäre auch toll. Das heißt, wir müssen. Aber für Fireflies brauche ich ein Bugnet. Und ein Bugnet kostet mich wie immer. Oh Gott. Ja, siehst du, Alloy habe ich noch gar nicht. Spinnenleben. Also wir brauchen dringendst Spinnenleben. So, pass auf. Ich kombiniere jetzt erstmal hier die Stacks und lege die dahin. Ich nehme das mal mit. Es verbraucht sich nicht. Ich frage mich echt, was ich damit mache. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es was ganz Tolles, vielleicht ist es aber auch was Schlechtes. Wir finden das bei dem Vogel auf der Insel. Ah, das wird uns gar nicht... Doch, da oben ist sie. Da oben ist die Insel.
Also hier könnten wir noch überall Material einsammeln, ne? Aber es hat uns auch ein bisschen Gehirnleistung gekostet. Machen wir uns jetzt vor. Die Lightbulb, da konnte ich auch irgendwas draus basteln. War das fürs Boot irgendwas? Snakes can sail, Cargo Boot, Rowboat, nee. Hm, was war denn das nochmal? Ja, ja, du hast aber genügend Licht hier. Hör auf zu heulen. Oh Gott, es lebe mein Lightning World. Okay, jetzt wird es ein bisschen dunkel. Ich konnte da irgendwas draus basteln. Thunderhead wäre auch nicht schlecht. Vibu Mantle. Kind of gross, but surprisingly strong. Wäre auch was, aber dafür brauche ich vielleicht Chitin. Birdcage, da ist er. 6 Gold, 2 Papyrus und 2 A Happy Home for your Avian Friends. Aber die muss man die nicht füttern? Ich glaube, muss man füttern, ne? Oh Gott. Erst mein Haus ist nass. Es regnet aber auch ein bisschen durch, das Gefühl. Okay, ich mach mal ein bisschen. Der Regen sein, den man hört. Für ein Electric Doodad, wo bist du? Da. 2 Gold, Cutstone. Wir haben wie viel? 2 Cutstone brauche ich dafür. 1, 2. Das heißt, wir könnten uns eine Science Machine basteln. Jetzt brauche ich die Doodads und noch ganz viel Holz. Und dann mache ich... Hä? Nein! Oh Gott sei Dank. Ich bastel mal eben die Doodads und 1, 2. So. Unsere Gehirnleistung auch nicht besser. Das ist der verdammte Regen. Oder ist es das hier? Auch nicht zu, ne? So, jetzt haben wir die Doodads. Jetzt brauche ich noch Holz und Stein wieder. Dann packen wir das mal weg und die packe ich mal hier hin. Ja, du bist hungrig. Ich habe auch gar nichts zu essen gerade, ne? Das muss raus. Ich kann es nicht ändern, ich muss raus. Und dann wird mir wahrscheinlich gleich wieder heiß. Also egal, was ich jetzt hier mache, es wird in die Hose gehen. Es ist ein verdammter Kampf. Es ist ein echt verdammter Kampf. Das ist Survival at its best. Oh, der Baum schwebt irgendwie so ein bisschen und alles ist natürlich nass. Das heißt, am besten gehen wir sowieso in den Urwald. Na, weil da sind die Bäume und die schützen einen erst recht. Muss ich auch hin. Ich brauche, egal, ich brauche alles. Ich brauche Chitin, ich brauche Silk. Also egal, was ich tue, ich brauche eigentlich alles. Ich brauche aber auch Holz. Das heißt, ich müsste unbedingt... war meine Axt schon wieder alle? Weg. Putsch. Oh, oh. Da oben. Verdammt. Oh, das ist auch nicht gut hier, ne? Hier ist eine Wohlfühloase für die anderen Käfer da. Die fiesen Käfer. Oh, warte, hier hat der Vogel gewütet, ne? Das heißt, ich kann meine Sachen wesentlich wieder mitnehmen. Das ist das Mindeste. Da kommt aber nur Kork bei raus. Obwohl ich gar nichts habe. Und der lässt eben halt auch diese Häufchen hier fallen. Dankbar, sie kommt von diesem Vogel. Was ist denn mit den anderen Käfern? Sind die ausgestopft? Ja, wahrscheinlich. Nee, die sind noch hier. Wann schlüpfen die denn? Jetzt. Entschuldigung.
Die haben gegen die... wow, gegen die Gorillas eh nichts. Boah, die machen auch alles kaputt, ne? Guck sie dir an, die kleinen Scheißer. Gorillas im Nebel, wie sieht's aus? Oh, Chitin! Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist keine gute Idee, was ich hier mache. Nein! Oh Gott. Ganz dumme Idee, ganz dumme Idee. Scheiß auf die. Lauf, 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 lauf. Ja, ja, so siehst du aus, du kleine Scheißer. Will essen? Macht ein bisschen Gesundheit. Wie viele Chitin habe ich? 2. Jetzt wird schon wieder dunkel. Ich brauche was zu essen. Und da kommt noch mehr. Dammit. Keine gute Idee. Oh, jetzt kommen die anderen Käfer. Ich traue mich jetzt gerade nicht, mich zu bewegen, weil die gerade... Okay, der kämpft gegen die Käfer. Ja, oh, gut für die Eis. No, du solltest den... Wie viel brauche ich? 2 oder waren das 4? Ja, ja, Hunger. Die haben tatsächlich den erledigt. Wow. Wie viel habe ich jetzt? Ein. Oh Gott, ein Cobweb. Das ist doch gar nicht. Also ein Silk. Silk ist es ja. Machen wir was zu essen? Ich mache mal das Feuer einfach mal wieder hierher. Das wäre sowieso noch da. Und dann müssen wir mal eben... Das ist gut. Monster Meat ist prima. Die Spider Glands, ja, dann wäre ein bisschen... Asche ganz gut. Das brauche ich da 2 für, weiß ich jetzt gar nicht. Und Stein, ne? Für eine Healing Staff. Ich weiß es nicht. Ich nehme mal das mit, was ich habe. Ach, guck mal, der Dunkelkäfer hat aber keine Angst vor denen. Das ist irgendwie so eine Symbiose. Ich habe keine Ahnung. Kochen. Und man kriegt von denen eben halt Beardhaar. Also das, was wir uns eigentlich abrasieren würden. Auch manchmal ein bisschen komisch. Ja, wir haben immer noch Hunger. Ich habe jetzt aber auch, glaube ich, keine Chance, mir irgendwas zu essen zu besorgen. Hier ist auch nichts im Umkreis, ne? Jedenfalls nichts, ohne getötet zu werden. Muss ich jetzt mal eben durchhalten. Ah, oh, wie viel war das denn? Wie viel Chitin? Weil ich das nur wüsste. Waren das 2 oder waren das doch 4? Es ist natürlich immer sehr riskant und vielleicht teilweise auch leichtsinnig, aber nur dann lohnt sich das. Man muss ja auch die Rezepte rausfinden und so lernt man auch was über das Spiel und das finde ich eigentlich immer sehr praktisch. Ich lege die Fackel mal hier ab, falls ich noch irgendwas aufnehmen will. Das ist sehr gut, das können wir uns trocknen und dann können wir, nee, trocknen gar nicht. Am besten so gleich in, mit den Beeren zusammen und dann können wir uns Meatballs draus kochen. Das ist sehr, sehr gut. Dann haben wir wenigstens mal wieder eine bessere Mahlzeit. Ja, 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 ja. 120. Ich sehe schon, da sind schon Augen. Aber ich würde trotzdem auch ganz gerne noch weiter hier rein. Und ich möchte auch ganz gerne wissen, was die Wines machen. Was man mit denen machen kann. Ob das gut ist oder ob die schlecht sind. Ich weiß es nicht. Und habe ich den Hammer noch dabei? Den großen? Oh nein, nee, 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 nee. Nein. Mit mir drin eigentlich. Oh Gott. Okay, ich muss hier bleiben. Geht nicht anders. 19. Ja, jetzt gehen wir wieder langsam. Jetzt ist alles, was wir machen, einfach nur scheiße. Oder ich muss den Backpack hier lassen.
So, Scheiße, verbrennen. Dann lasse ich das hier auch nochmal eben liegen. Dann muss ich eben ohne Backpack reingehen. Oh! Alter Schawitzki! Warte, pass auf. Kann ich hier mit dem ablegen? So. Ah, much better. Aber ich kriege immer noch diese blöde Anzeige. So, Essen brauche ich trotzdem. Warte, warte, warte. Cheers. Ah. Oh, shit. Ah, warum? Über die blöden Käfer. Ich hasse sie. Und wir schlüpfen immer noch mehr. Geht weg, ihr Scheißviecher. Wo sind die Affen, wenn man sie braucht? Da sind die Affen. Und der Dschungel, der schützt auch nicht so wirklich vor Regen, ne? Sehe ich das richtig? Okay, weißt du was? Solange es, ich will noch was essen. Was kommt denn her? Shit, ich wollte gerade zurück. Mach was gegen die Käfer. Bitte. Ich versuch die echt hier abzuhängen. Die sind echt übel, die blöden Dinger. Vor allem, du kannst ja kaum was machen. Und dann, wenn du Pech hast, rennt man noch irgendwo gegen. Mach was gegen den Käfer. Lizzie, das ist es nicht wert. Doch, das ist es megamäßig wert. Das ist total wert. Ist doch. Shit. Geh doch weg, du blödes Scheißvieh. Das ist es total wert. Jetzt haben wir ganz viel. Sehr gut. Jetzt müssen wir nur noch das Vieh da oben, da hinter uns abhängen, was auch immer. Und Hunger habe ich. Oh Gott, nein, ich sterbe gleich. Zehn. Okay. Neun. Geht sofort wieder runter. Das ist die Hölle. Spargel. Aloe, mal eben so essen. Geht nicht anders. So, pass auf. Ich renne schon mal richtig. Einfach hier jetzt mal eben geradezu. Ruckel, ruckel. 16, oh Gott. Aus den Lightbulbs hätte ich ganz gerne noch was gemacht. Aber es kann sein, dass wir die Science-Maschine dafür benötigen. Nochmal Aloe. Das ist eigentlich zu schade, warte mal. Das ist total schade, wenn man es nicht kochen kann. 20, oh Gott. Jetzt wird es auch gerade wieder dunkel. Kriegen wir ja nicht auch zwei raus? Ne, da gibt nur einen, okay. 21, 21, 21. Und wichtig ist es auf jeden Fall, was für den Kopf zu machen. Und Healing Sword. Aber wir könnten eventuell sogar zwei machen, ne? Ja, ja. Healing Sword. Kann ich zwei machen? Warum nicht? Weil mir die Asche fehlt, ne? Dann nehme ich die mal eben einmal. Wo ist die denn jetzt? Da. So, wenigstens haben wir das Rezept schon mal dafür.
Yay, Essen. So, kriege ich genügend zusammen. Geht das auch mit Aloe? Ich probiere das mal eben. Und Beeren haben wir draußen noch. Einmal. Oh, die Drachenfrucht, die verträgt das natürlich nicht besonders. Die lässt sich schlecht kombinieren. Die könnte ich aber eventuell dann mal eben so kochen. Ja, schon klar. Halt, wo will ich denn? Oh, wo will ich denn hin? Wenn ich hier woanders hingucke, ne? Hier, noch eine Schaufel vor der Tür, warum nicht? So, und einmal Beeren. Ich hoffe, das futzt. Kochen. Oh je, jetzt wird es aber langsam Zeit. Dann koche ich mir die Drachenfrucht mal eben so. Und wir werden auch wieder trocken, das ist ganz gut. So. Gut, nichtsdestotrotz. Oh, sehr schön. Ja, Meatballs. Okay, wir sind bei 16. 79. Großartig. Das ist, Meatballs ist immer noch das Ultimative. So, neu anpflanzen. Wie war das denn nochmal mit dem Birdcage? Man muss die dann aber auch mit Samen füttern, ne? War das nicht irgendwie so? War ein bisschen komplizierter. Und für die Bird Trap allein brauche ich schon 4 Silks. Das ist Quatsch. Das ist, ich brauche Holz. Ich brauche ganz dringend Holz. Geht nicht anders. So. Einmal. Zweimal. Einmal. Viermal. Jetzt gucken wir mal, was draus wird. Ich sehe das hier schon, die Schatten. Wir müssen dringend irgendwas. Was? Spargelsuppe? Was? Nein! Oh, vollkommen für den Arsch. Ich brauche Holz. Ich brauche ganz dringend Holz. So, was war das nochmal mit dem Chitin? Wir könnten natürlich uns auch. Da brauche ich aber auch Holz. Die Mant Mask. Hammer. Wir wollten noch zu den Mants. Genau. Was kann ich denn noch basteln? Thermal Measurer. Gold Nugget. Papyrus. Ja, Lotus könnten wir uns auch holen. Ist für alles sogar gut. Ich glaube, das mache ich. Ich hole mir Holz am nächsten Tag, dann basteln wir uns ein Floß und holen uns, versuchen uns möglichst viele Lotuspflanzen mal eben zu holen. Das lässt sich hervorragend kochen. Ich lasse den Rest jetzt einfach mal hier liegen und lege da jetzt mal keinen Wert drauf, was zu basteln. Na, wir werden die Lightbulbs. Ich habe keine Ahnung. So. Oh, das mit der Spargelsuppe, das ärgert mich jetzt gerade richtig. Das ist mega ärgerlich. Halt, stopp. Wenigstens eine Schaufel mitnehmen, wenn ich schon so viel Krams habe hier. So, pass auf. Direkt drüber. Holz schlagen. Holz. Ich brauche eine Axt. Eine Axt, eine Axt, eine Axt, eine Axt. Irgendwie habe ich nie eine Axt, kann das sein? Gut, wir gehen jetzt erstmal eben Bäume schlagen. Nein, tu es nicht, die armen Bäume. Die sehen gut aus. Die sind schön groß. Ich hoffe, wir kriegen noch ordentlich was raus. Wahrscheinlich wieder irgendwelche Backenhörnchen. Aber die sind schön groß. Da haben wir jetzt, wie viel? Dann hast du schon 3 Loks rausgekriegt. Schaufel da. Weil Holz brauchen wir echt ordentlich. Dann lasse ich mir lieber auch hier was klauen von den ollen Viechern. Guckst du dir an, die Geier? Das ist, ja, so viel dazu. Ich lasse mir auch gerne was klauen. Ja, Pustekuchen.
Aber nichtsdestotrotz. Das ist gefährlich, wenn ich nicht sehen kann, was unterm Stein ist, weil da auch schon mal was nicht ganz so Nettes drunter sitzen kann. Okay, pass auf. Wo waren die Mans? Da. Ich glaube, bei denen sind nämlich immer diese Schweineköpfe und da können wir nämlich Pigskin rauskriegen. Das eat ich jetzt mal selber hier. Ich eate es selber. Oh Gott. Ich bin hier so hip, dass ich so rede. Ich eate es selber. Ja. Nee, da gehen wir jetzt gerade gar nicht hin. Wir gehen in einen anderen Dschungel. Wo ist der Hammer? Da ist der Hammer. Ever had a hammer? A hammer in the morning. Ach, komm schon. Hier überall die blöden Fleischfresserpflanzen. Verdammt.